So, dann schauen wir noch mal, ob wir den Aufwärtstrend vom letzten Mal halten können. Hoppala. The fuck am I doing? Oh mein Gott, das war sogar, glaube ich, richtig gut. Ah, okay, da muss ich auf den Ball warten, dass ich über den Ball und die Kettensäge gleichzeitig drüber springen kann. Ja, toll. Kommt da gleichzeitig ein Ball durch, sodass ich hängen bleibe. Na, super geil. Warum hänge ich jetzt immer in dem blöden Ding da fest? Ach, zu langsam oder zu schnell? Ich glaube, zu langsam. Verdammt! Hep, hep, hep. Ach Gott, ey. Dann den richtigen Moment abpassen. Und da nicht zu schnell oder zu langsam sein. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Zu langsam, also ich glaube, ich mach's lieber auf Nummer sicher und warte auf die eine Kugel da hinten. Dann brauche ich mich auch hier nicht abhetzen. Warum bin ich jetzt gerannt? Ich Vollidiot. So, jetzt mal hier konzentrieren, das gibt's ja nicht. Hä? Was? Wo? Was? Das hätte doch klappen können. Müssen. Beschiss. Wo hänge ich denn da mal fest? Ist das Zahnrad oder was? Also die Säge? Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch quasi raus. So. Mist! Muss ich das mit Anlauf machen, weil ich sonst zu weit nach links bin, oder? Ich bin konfusiert. Was war das jetzt schon wieder? Zu früh gesprungen. Irgendwas ist hier gerade ganz seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam. Irgendwas funktioniert hier ganz und gar nicht so, wie ich das möchte. Jetzt habe ich es über das erste drüber geschafft, aber dafür bin ich am zweiten hängen geblieben. Oh. Und jetzt? Hä? Hä? Achso, einfach von oben. Oh Gott. Ich Vollidiot. Da war ich hin und habe ich es einfach nicht gecheckt. Wahrscheinlich kommt dann auch nochmal voll die seltsame Stelle, sodass ich, egal wie ich da hinten hinkomme. Weirdo! Ja, ach so, da oben. Hä? Ach, ich muss einfach an der dummen Wand entlang. Der Weg war ja so unscheinbar, quasi, dass ich da gar nicht mit gerichtet habe. Das ist ja voll easy, der Level eigentlich. Verdammt, zu weit. Nein, schon wieder zu weit nach links. Den muss ich noch ein bisschen rauskriegen, diesen kürzeren Sprung. Ich bin übrigens überhaupt erstaunt davon, wie gut ich das auf einmal hinkriege. Verdammt, zu weit. Ich hätte eigentlich gedacht, das wird einfach immer voll schlimmer hier. Ich meine, Hölle und so. Hä? Was hab ich da wieder hingekriegt? Irgendwas mache ich hier ganz seltsam, wenn ich da viel zu schnell bin. Ich glaube, ich labere zu viel rum. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Und dann dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein. Tada! Sag ich ja. Ich sollte einfach stumm spielen. Das wird es wesentlich besser machen. Okay. Okay, okay, da muss ich schnell sein. Alles klar. Das war nicht schnell, das war langsam. Aber trotzdem geklappt. Oder auch nicht. Was soll denn das? Oh. Ja, und jetzt? Ah, Sonnenviech, natürlich. Was sonst? Verdammt. Verdammt. Oh Gott, diese Bandage wird mich so viel Haare kosten. Es wird Jahre meines Lebens. Wird diese Bandage mich kosten.
Und eine Menge von... Menge Runs. Da kommt dann noch keine zweite mehr, das heißt, ich kann nicht warten. Ach, jetzt bin ich nicht hoch genug gerutscht, das gibt's doch nicht. Soll ich denn da dann... Wie habe ich das eben gemacht? Eben ging das doch voll gut. Hep, hep, hep. So. Ja, toll. Ritsch, ritsch. Das ist doch einfach nur wieder assig. Das ist im Prinzip nicht schwierig, nur umständlich. Und ich krieg's nicht hin. Das ist eigentlich der Teil, der mich dabei am meisten aufregt. So. Hä? Ah! Ah, ich glaube, ich habe verstanden. Das Ding kommt damit hoch. Darum war da kein Weg. Na toll. Unfassbar. Unfassbar. Nein! Hep, hep, hep. So. Hm? Nein! Verdammt! So. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich den Teil da links gleich machen soll. So. Ah, da kommt er ja wirklich. Nein, da kommt eine neue. Oder? Ach, egal. Auf jeden Fall kommt da eine. Oh Gott, das war falsch. So. Ich weiß, wenn ich wüsste, wie viele Hunde ich ausweichen muss. Ich frag mich gerade, warum ich die Dinger mit Hunden vergleiche. Die sehen nicht gar nicht so hundig aus. Verdammt, nach rechts springen. Hep. Nein! Hep. Ich fürchte, dieser Level... Also das ist mal wieder einer von den richtig arschigen. Okay. Ich nehme es zurück. Oder ich war einfach nur gut. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich bin einfach nur gut. Da hängt sich erstmal die Dingens auf. Was? Ich habe 8-Bit Meat Boy freigeschaltet. Wie? Sekunde. 8-Bit Meat Boy. Hä? Wo ist 8-Bit Meat Boy? Hallo? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Was muss ich tun? Achso. Ah, okay. Hier drauf rumrennen. Und irgendwie... Okay, das ist wieder nicht unbedingt assig, sondern bedingt assig. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das war gerade, glaube ich, gar nicht mal schlecht, die Idee, die ich da hatte. Da muss ich nur den ersten Dingern hier ausweichen. Was ich wieder nicht hinkriege. So. Hä?
Okay, warte mal. Nicht schwierig, ich kann das. Ich kann auch einfach hier die volle Breite nutzen. Verdammt, nach links. Verdammt. Ist aber mal gut hier. Verdammt, dann muss ich nach rechts laufen. Der läuft doch immer zu mir hin. Ich Vollidiot. Nein! In die Lava. Das gibt's doch nicht. Das ist eigentlich nicht schwierig. Ich bin nur zu dumm. Ich hätte doch einfach nur in der Mitte landen müssen, hätte ich das Level geschafft gehabt. Warum? Der kann da durch! Warum kann der das? Warum? Okay. Gott, der von da unten habe ich wieder erwischt. Das gibt's doch nicht. Mäh. Mäh. Verdammt. Das ist doch nicht wahr. Warum? Was probiere ich hier gerade? Es lief doch gerade so wunderbar hier. Aber jetzt läuft es nicht mehr wunderbar. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Irgendwas mache ich falsch. Das war knapp. Ich sehe es nochmal.